Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und doch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann. Und ich weiß, einige sind genervt, aber viele wollen auch, dass ich weiter berichte und ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich an den Sachen dranbleibe und mir macht es auch riesigen Spaß. Also warum sollte ich damit aufhören, wenn es auch bei euch gut ankommt? Ich merke das ja auch auf dem Hauptkanal, wenn man an den Sachen dranbleibt, dass die Kanäle und die Videos immer besser laufen. Und von daher versuche ich das auch in Zukunft einfach so für euch zu machen, dass ihr auch immer wisst, dass ich dann auch Updates liefere. Jetzt geht es nämlich wirklich um einen, ja, schon wieder neuen Skandal. Man muss wirklich sagen, wie kriegt das Aline Bachmann Woche für Woche hin, sich immer wieder zu toppen beziehungsweise neue Dinge in Gang zu setzen, wo man sagt, Mensch, also die hat doch gerade die Baustelle, aber irgendwie schafft sie es dann noch einen anderen Wolkenkratzer zu planen. Ich weiß auch nicht, es ist unfassbar. Und ich bin jetzt echt gespannt, was ihr zu diesem Ausraster jetzt sagt in einem Livestream. Man muss aber sagen, in dem Punkt kann ich Aline Bachmann so ein bisschen verstehen. Und warum ich sie ein bisschen verstehen kann, werdet ihr gleich sehen. Aber hört erstmal rein, was Aline Bachmann zu der ganzen Situation bei ihr zu sagen hat. Aber meine Familie greift keiner an. Und diese Person, die Namen von meiner Mutter verwendet und von mir und dauernd Pakete bestellt und bei Lieferando auch mit meiner offiziell alinebachmannweb.de seit den letzten Tagen über 100 Bestellungen bei Lieferando losgeschickt hat und die ganzen Restaurants das ganze Essen wieder wegschmeißen müssen. Ich werde dich hier auf Instagram richtig auseinandernehmen, wenn wir rauskriegen, welches Schwein du bist. Das sage ich jetzt öffentlich, wie ich jetzt hier live spreche. Ich werde dich öffentlich richtig auseinandernehmen. Es ist mir scheißegal, wenn ich dann irgendeine Anzeige kriege. Wir kriegen raus, wer du bist. Wir haben jetzt mehrere Anzeigen bei der Polizei gemacht. An denjenigen, der die ganze Zeit irgendwelche Pakete bestellt. Du kannst auf meinen Namen Pakete bestellen, aber nicht auf meine Mutter. Lasst meine Familie daraus. Und ich schwöre es dir, es gucken jetzt 3000 Leute zu. Dass du Menschen mit reinziehst, die mit der Sache nichts zu tun haben, weil du ein Problem mit mir hast, ist abartig. Du tust mehrere Bestellungen aufgeben, Unternehmen, die Fressen rausschicken bei Lieferando. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben nichts zu fressen. Und du machst Bestellungen über Bestellungen über Bestellungen über Bestellungen auf meinen Namen an irgendwelche Adressen hier in Dresden. Ich sag dir eins, wenn ich dich habe, und das ist mir scheißegal, wenn mir eine Polizei sagt, ich darf dich nicht öffentlich posten. Ich werde dich öffentlich posten, wo du wohnst, wer du bist. Und dann wirst du Besuch bekommen für das, was du mit mir abziehst. So. Das ist jetzt meine letzte Sache, die ich jetzt öffentlich hier sage. Ich werde dich auf Instagram auseinandernehmen. Öffentlich auseinandernehmen. Und das schwöre ich dir. Wer Essen auf Nacken von anderen bestellt, was dann immer wieder weggeschmissen wird. Es waren die letzten Tage über 100 Bestellungen bei Lieferando, wo einfach Essen bestellt worden ist. Ey, es sterben Menschen an Hungersnot auf dieser Welt, weil sie nichts zu fressen haben. Und du bist so dumm, du bist so ein kleiner verfickter Hater, der irgends nicht über Nacken von anderen. Ich ficke dich, ich kriege dich. Auch wenn ihr mich jetzt erschlagt, sicherlich, man muss auch hier und da schmunzeln und ihre Beleidigungen und die Androhung, dass man alles öffentlich macht, ist natürlich auch wieder zu kritisieren. Kann man allerdings in dem Punkt schon wieder fast verstehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen würde, wenn man meiner Mutter und mir irgendwelche Scheiße nach Hause bestellen würde. Man muss auch ganz klar sagen, also wenn das einer von euch sein sollte, ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich jemanden in der Community habe, der sowas macht, aber solltet ihr wirklich vielleicht mal einen, ja, Tag gehabt haben oder einen Abend, wo ihr vielleicht ein bisschen was getrunken habt und das irgendwie lustig fandet, dann lasst das lieber in Zukunft, auch wenn es vielleicht in den Fingern juckt, sie ein wenig zu ärgern. Aber ihr schadet halt gerade, wenn ihr solche Bestellungen macht beim Lieferservice. Restaurants, die es durch Corona und Co. jetzt schon schwer genug hatten in den letzten 2 Jahren. Also von daher habt ihr vielleicht ein bisschen Einsicht und wie sie auch ja in dem Punkt sogar recht hat, es verhungern Hunderttausende von Menschen beziehungsweise leiden unter Hunger. Und es ist einfach schade, wenn dann halt Lebensmittel, die eigentlich zum Essen gedacht sind, dann vielleicht in den Müll wandern, weil diese Bestellung dann halt nicht übernommen wird von ihr, beziehungsweise natürlich das Restaurant damit dann halt nicht mehr zu einem anderen Kunden fahren kann und die ganzen Sachen dann mehr oder weniger in den Müll wandern. Das ist natürlich dann zum einen für das Unternehmen schlecht, als auch dann
für die Mutter und für sie. Und ich muss auch sagen, die Mutter kann ja im Großen und Ganzen jetzt nichts dafür, was Aline Bachmann im Internet treibt. Das kann zwar auch ein bisschen an der Erziehung, ja, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, natürlich ja auch gelegen haben in den letzten Jahren, dass sie so ein bisschen jetzt so tickt, wie sie halt tickt. Aber im Grunde genommen kann die Familie, die Freunde und ihr Partner, egal wer das jetzt ist, nichts dafür, was sie jetzt im Internet treibt und was sie für Aktionen bringt. Das ist zumindest meine Meinung. Und dass auch anscheinend der nächste Skandal schon wieder auf uns lauern könnte, ich bleibe an der Geschichte dran, ist folgender. Sie hat auch ein Posting gemacht, wo sie auch nochmal drüber gesprochen hat, Mensch, die Leute, die jetzt kein Paket bei ihr von ihr bekommen haben, also sie hatte ja letzte Woche Dinge auf Instagram zum Verkauf angeboten, die sollen sich doch bei ihr melden. Also das wirkt jetzt auch schon wieder ganz merkwürdig. Entweder ist im Hintergrund doch was Ablauf gewesen oder sie hat, weil sie vielleicht irgendeinen Anwalt gemeldet hat oder vielleicht ein Designer gesagt hat, Mensch, du kannst doch keine gefälschten Produkte hier verkaufen. Oder Umkehrschluss haben sich Leute vielleicht beschwert und gesagt, Mensch, ich habe mein Paket immer noch nicht. Das kann auch nicht wahr sein. Also innerhalb von Deutschland sollte das auch während Corona ja noch innerhalb von 2-3 Tagen normalerweise ankommen. Maximal eine Woche. Und ja, die Woche ist jetzt rum und man fragt sich, Mensch, wo bleibt die Ware? Und das könnte der nächste kleinere Skandal sein, der auf uns wartet. Also ich bleibe auf jeden Fall an der Geschichte auch dran. Generell auch vielen lieben Dank an alle Leute, die mir täglich Nachrichten auf Instagram und Twitter schicken. Ich finde, da kann man sich nicht genug bedanken. Das sind so viele mittlerweile. Ich komme schon kaum noch hinterher. Also sorry, wenn ihr mir was schickt und ich vielleicht ein bisschen länger brauche. Ich versuche trotzdem jedem ein kleines Dankeschön zu schreiben oder ein Herz dazulassen. Dann habe ich es gesehen. Dann wisst ihr, okay, ich weiß Bescheid. Und hab's zur Kenntnis genommen. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt ein arrogantes Arschloch geworden oder so. Also ich gebe mir wirklich größte Mühe, das möglichst schnell auch ja, mich zu bedanken. Aber ich bin halt auch nicht die ganze Zeit am Telefon, damit ihr Bescheid wisst. Ansonsten, wie gesagt, kann ich euch nur raten, bitte bestellt keine Dinge auf anderen Namen. Denn wie gesagt, ihr schadet so Unternehmen, die es jetzt in den letzten Jahren schon genug Schwierigkeiten hatten, egal ob es jetzt Lebensmittel sind oder ob es jetzt vielleicht auch Möbel sind. Bei Montana Black war das zum Beispiel, dass sie den Großeltern von Montana Black da irgendwelche Möbelstücke hingeliefert haben. Und nur weil ihr jetzt eine Person nicht mögt, müsst ihr jetzt nicht die komplette Familie mit reinziehen. Die kann ja dann für die Internetpräsenz des Enkels bei Montana Black oder bei der Internetpräsenz der eigenen Tochter kann ja die Mutter nichts für, bei Aline Bachmann jetzt im Umkehrschluss. Also möchte ich euch so ein bisschen ins Gewissen reden, macht sowas bitte nicht. Denkt auch immer so ein bisschen daran, wie wäre das, wenn das bei euch jemand machen würde, wie wäre das, wenn jemand auf euren Namen und welche Sachen bestellt, beziehungsweise vielleicht auch Gelder ausgibt oder euch in Schaden bringt. Ja, also meistens muss man es ja da nicht bezahlen, aber ihr macht halt so die Unternehmen, ja, bringt ihr die in die Bredouille so rum und ja, ich finde es so ein bisschen tricky. Von daher kann ich sie in dem Punkt zumindest einmal, ist auch ein Wunder, mal ein wenig verstehen, aber ich fand es auch ganz wichtig, darüber zu berichten, weil es mir so viele zugeschickt haben von euch. Ansonsten bleibt bei der täglichen Dosis Trash am Ball. Wir gehen Richtung 20.000. Ihr könnt gerne auch ein Like und Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Es wird wieder trashig versprochen. Und nicht wundern, ich habe ein paar Videos vorproduziert, die eigentlich die Woche kommen sollten. Aber es ist so viel wieder passiert, dass ich das ein bisschen nach hinten verschoben habe. Also kann das sein, dass man das vielleicht in den Videos so ein bisschen merkt, dass das nicht mehr so ganz aktuell ist, das Thema. Aber ich möchte es trotzdem halt für euch hochladen. Für die tägliche Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao.